gar nichts. Ich gebe nie auf. Ich hätte diesen Mongolen gehabt, wärst du nicht aufgetaucht. Ich weiß. Hast du gesehen, wie dick der war? Dahin ist unser Essen verschwunden. Bastarde, sie verbrennen unser Essen. Yuzo, wir müssen weg. Kannst du schwimmen? Ich muss. Das Feuer greift um sich. Spring! Ich komme gleich nach. Spring! Suchen wir uns Deckung. Sie sind noch hinter uns her. Da vorne ist ein gutes Versteck. Ich habe meinen Männern Essen versprochen und komme mit leeren Händen. Wir finden schon einen Weg. Wie viele werde ich bis dahin noch verlieren? Das hier könnte vielleicht helfen. Mongolische Schlachtpläne. Sieht man darauf Nachschublinien? Es gibt eine Karte, immerhin. Gib sie mir. Wir tun das gemeinsam. Du hast deine eigenen Probleme. Und ich bin ihr Anführer. Ich brauche sie, Jin. Und ich brauche dich bei Burg Kaneda. Ich werde da sein. Man darf dich nicht kommen sehen. Dich auch nicht. Ich brauche mehr Verbündete. Auf geht's! Seid ihr frei. Hab Dank, mein Herr. Sie töteten alle anderen, die mit mir geflohen sind. Wo haben sie euch erwischt? An Asamus Ostküste. An der Kreuzung, wo die Fischer mir ihren Tagesfang verkauften. Bleibt von dort fern, bis ich die Mongolen erledigt habe.
Du bist ein gutes Pferd. Kage, los, komm! Hoffentlich klappt das. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Sag uns, wo die anderen sind. Wie schon gesagt, ich reise allein. Hör auf zu lügen, sonst bist du tot. Hier ist sonst niemand. Nicht Meta! Ich habe etwas gehört. Also.
Deckung! Vor Jahrhunderten rettete der Krieger Tadayori die Asamo-Bucht vor Piraten. Mein Herr, gesellt euch zu mir. Klingt, als hättet ihr eine interessante Geschichte. Überrascht mich, euch in Asamo zu finden. Wir beide gehen dorthin, wo man uns braucht. Meine Geschichte ist auch für eure Ohren. Vor Jahrhunderten war Tadayori Nagao der größte Bogenschütze unserer Insel. Berühmt für seine Weisheit und Treffsicherheit. Der Kami Hachiman selbst war so beeindruckt, dass er dem Schützen seine Rüstung schenkte. Leicht und stark wie keine sonst. In jener Zeit plagten grausame Piraten die Küste. Sie drohten, die Stadt in der Asamo-Bucht auszulöschen. Flohen. Doch Tadayori trat den Piraten allein entgegen, in seiner mythischen Rüstung. Die Piraten stürmten die Stadt. Tadayoris Pfeile durchbohrten sie. Nur wenige überlebten. Doch kein einziger Hieb durchdrang Tadayoris Rüstung. Jahre später starb Tadayori friedlich in seinem Heim. Doch seine Rüstung verschwand rätselhafterweise. Manche sagen, seine Nachfahren hüten sie noch heute, bis wieder ein Krieger erscheint, um Tsushima erneut zu verteidigen. Die wenigen Schriften über Tadayori, die es noch gibt, beschreiben eine lila Krone, einen Ort nördlich von Asamo, voll mit lila Chrysanthemen, wo Tadayori oft meditiert haben soll. Ich will nur die Mongolen aus unserem Zuhause vertreiben. Die Rüstung könnte helfen, wenn sie wirklich so gut ist. Seine Rüstung ist ohnegleichen, mein Herr. Und ich glaube, dass sie noch da draußen ist. Findet die lila Krone. Kage! Hier! Was gehört.
Das ist ein rotes Pferd, Kaudi. Lila Chrysanthem. Der Musikant, der mir die Legende von Tadayori erzählt, erwähnte sie. Sie könnten zur Lila Krone führen. Lila Krone. Hier könnte Tadayoris Rüstung sein. Weihrauch. Kürzlich verbrannt. Was in diesem Behälter da? Eine Karte zu Tadayoris Ruhestätte. Ah!
Mehr lila Chrysanthemen. Taladoris Ruhestätte könnte nah sein. Daran ist nichts Ehrenvolles. Doch die Mongolen verdienen keine Ehre. Die Klippen hier sind zu steil. Es muss einen anderen Weg geben. Mongolen? Woher wissen die von diesem Ort? Eine Karte, ähnlich der von der Lila Krone. Tadayoris Ruhestätte. Wessen Gräber sind das? Das Räucherwerk der Lila Krone, kürzlich entzündet. Der Fluss der Zeit versiegt. Tadayori hat nun Ruhe. Ein Bogen durchschlägt viele. Das Wappen des Nagao-Clans. Tadayoris Clan. Was tut ihr hier? Verlasst diesen Ort. Ich suche keinen Kampf. Ich bin Jin Sakai, Neffe von Fürst Shimura. Ihr seid ein Lügner und ein Dieb. Verteidigt euch! Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ihr wagt es, Tadayori! Ihr wagt es, Tadayoris heiligen Boden zu betreten! Ihr beschmutzt Tadayoris Erbe! Halt, mein Herr! Ich bin Kaede,
letzte des Tadayori-Geschlechts. Ich hörte, die Samurai wären alle tot. Ich hielt euch für einen Plünderer. Ich bin kein Dieb. Doch ich suche die Rüstung eurer Ahnen. Und ihr wäret ihrer würdig, Fürst Sakai. Doch die Rüstung ist weg. Und sie ist nicht auffindbar? In einer alten Schriftrolle heißt es, Tadayori wacht über die Asamo-Bucht. Auf ewig. Das ist vermutlich ein Hinweis auf das Versteck der Rüstung. Tadayoris Rüstung machte ihn sehr schnell und ließ ihn tödlich zielen. Tragt sie, um Unschuldige zu schützen, wie auch er einst die Asamo-Bucht beschützte. Wache über die Asamo-Bucht. Vielleicht die Klippen hinter der Stadt. Yeah!
Ich kann nicht schlafen, seit ich von diesen Maskierten hörte, versteckt in den Bambuswäldern Hiyoshis. Es gibt auch ohne Märchen genug Grund zur Sorge. Es ist kein Märchen, mein Herr. Sie nennen sich Beschützer des Langbogens des großen Uchitsune. Ruht euch aus. Ich finde heraus, wer die Maskierten wirklich sind. Der Musikant im Hiyoshi-Heilbad weiß mehr. Aber Vorsicht, mein Herr. Manche glauben, Uchitsunes Fluch wirke noch.